Sag. Bitte gehen Sie mit dem Kollegen darüber, ja? Und du bringst die Jungs bitte an die Bar vorne. Wie sieht's denn aus? Wir haben alles versucht. Woran ist er verstorben? Schädel-Hirntrauma, vermutlich. Ja. Vielleicht mit der Kugel hier erschlagen worden. Ja, das liegt nahe. Ja. Kollegin. Sag mal, haben wir die Personalien des Toten? Ja, Joachim Meller, 39 Jahre alt. Ihm gehörte die Bowlingbahn. Gut, dann bestell doch bitte die Spurensicherung. Alles klar. Tag. Mein Name ist Naseband, Kriminalpolizei. Ihr habt den Toten gefunden? Nee, der Typ da vorne war auch schon da. Ich meine, wir wollten nur bowlen und dann lag da die Leiche. Was habt ihr gemacht? Na, der Typ hat uns angeschrien, wir sollten Notarzt anrufen und das haben wir dann auch getan. Ich habe wirklich versucht, ihn wieder zu beleben, aber... Warten Sie mal. Wischen Sie sich erst mit der Hände ab. Kommt. Kannten Sie ihn denn? Na gut, ihm gehört diese Bowlingbahn, aber so richtig kennen tue ich ihn nicht. Was haben Sie denn hier gemacht? Ich habe in der nächsten Woche meinen Geburtstag und da wollte ich hier eine Bahn reservieren. Dann bin ich hier zur Theke gegangen, da war er nicht, habe mich umgedreht und dann sah ich ihn hier liegen. Haben Sie vielleicht jemanden gesehen? Ist Ihnen jemand entgegengekommen, als Sie hier runter sind? Nee, da war sonst keiner. Okay. Die Kollegin, die nimmt jetzt noch eure Personalien auf, dann könnt ihr gehen, ja? Okay. Habt ihr Ausweise dabei? Ja. Ja. Ich hoffe, es ist eine Frau, die unbedingt die Halle will. Sie sagt, sie arbeitet hier. Sag Bescheid, ich kümmere mich gleich drum, ne? Es kommt gleich jemand. Ja, ich habe versucht, die Blutungen zu stoppen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich eine Herzdruckmassage da angesetzt. Habe ich vor Ewigkeiten auf so einen Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Aber ging auch nicht. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie haben alles getan. Jetzt lassen Sie mich endlich durch. Was soll denn dieses Theater hier? Ich muss da rein. Schönen guten Tag. Mein Name ist Naseband. Ich bin von der Kriminalpolizei. Darf ich Ihren Namen erfahren? Charlotte Paulsen. Ich arbeite hier. Kriminalpolizei? Was? Paulsen, die Bilder an der Theke unten. Sind die von Ihnen? Ja, ja. Schon. Aber was ist denn passiert? Es geht um Ihren Chef, Joachim Meller. Der ist tot. Was? Ja. Er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Oh Gott. Oh mein Gott. Was? Gewaltverbrechen? Ja. Wir gehen davon aus, dass er ermordet wurde. Und jetzt versuchen wir natürlich herauszufinden, wer das getan hat. Haben Sie vielleicht eine Idee, ob er mit irgendjemandem Probleme hat oder Ärger? Nein. Keine Ahnung. Hatte er Angehörige? Seine Frau. Sabine Meller. Gut. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, dann melden Sie sich bitte bei uns, ja? Ja, aber ich weiß wirklich nicht, wer meinem Mann so etwas antun könnte. Okay. Sie finden raus, Frau Meller? Ja. Alles Gute, auf Wiedersehen. Danke. Tag. Wer war denn die Frau? Sabine Meller, die Frau des Toten. Die Tote von der Bowlingbahn. Gerrit hatte mich vorhin angerufen. Oh Mann. Unglaublich. Ich war jetzt fast 5 Stunden auf diesem beschissenen Amt. Ja, ich hab dir gleich gesagt, du sollst da rechtzeitig hingehen. Ja gut, aber dass es so lange dauert, dass man einen Perso beantragt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann haben dir meine Fotos nicht gepasst, weil sie nicht biometrisch waren. Biometrisch. Ja, und dann habe ich neue gemacht und die kann ich, glaube ich, auch nicht nehmen. Wieso? Zeig mal her. So schlimm können die doch nicht sein. Ja, also ganz ehrlich. Schön ist anders. Also, Robert, das geht wirklich gar nicht. Zeig ich ja. Mein Gott, bist du unfotogen? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Danke. Hey, Robert, ich wusste nicht, dass es Fahndungsfotos von dir gibt. Sehr lustig. Auf diesem biometrischen Foto sehen doch alle gleich aus. Naja, ich musste vor einigen Tagen auch welche machen lassen. Geh doch mal zu meinem Fotografen. Deiner ist irgendwie... Ja, der ist total blind. Fotograf, ich bitte euch, das ist viel zu teuer. Ich war in so einem Automaten. Ja, in der U-Bahn wahrscheinlich. Ist da irgendwas auszusetzen? Das haben die Kollegen von der Spurensicherung in dem Büro des Opfers gefunden. Ja, diesmal.
Ich weiß alles. Mach Schluss oder du wirst es bereuen. Beende es oder ich beende dein Leben. Du hattest die Wahl und hast den Tod gewählt. Hier steht irgendwas von mach Schluss. Vielleicht geht's ja um eine Frau. Das ist noch nicht alles. Das ist aber nicht Frau Meller. Nein, das ist eine Angestellte, Charlotte Paulsen. Hat sie dir gesagt, dass du was mit ihrem Chef hatte? Nee, muss sie wohl irgendwie vergessen haben. Paulsen? Jemand da? Hier ist die Kripo. Alles klar, bis gleich. Ciao. Bin unterwegs. Also erst wird Meller ermordet und dann verschwindet seine Angestellte, also beziehungsweise seine Affäre. Also ich denke, wir haben es da mit einem und demselben Täter zu tun. Ja, aber wer ist der Täter? Also wenn Mellers Frau von der Affäre wusste, dann hätte sie zumindest ein Motiv. Okay, nehmen wir mal an, sie wollte beide heute Mittag schon töten. Paulsen kommt zu spät zur Arbeit und sie erwischt nur noch ihren Mann. Ja, möglich schon, aber ich meine, dass eine Frau ihren Mann mit einer Bowlingkugel erschlägt, ist ja eher selten, oder? Alles schon da gewesen. Wir müssen die Paulsen finden. Hoffentlich lebt sie noch. Das ist doch lächerlich. Bis vor 5 Minuten wusste ich noch nicht mal, dass mein Mann mich betrogen hat. Wollte nicht Robert? Der hat einen wichtigen Anruf bekommen. Jetzt machen wir zwei das. Okay. Hallo. Sie hatten also wirklich keinen Verdacht, Frau Meller? Nein, ich dachte immer, wir führen eine perfekte Ehe, aber das war ja offensichtlich nicht der Fall. Und was mit Frau Paulsen passiert ist, wissen Sie auch nicht? Nein, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Was sollen denn die Fragen? Sie glauben doch nicht ernsthaft, ich hätte meinem Mann irgendwas angetan oder dieser Charlotte. Haben Sie die hier schon mal gesehen? Nein, was soll das sein? Die haben wir bei ihrem Mann gefunden. Was soll das heißen? Wurde Joachim bedroht? Ja, anscheinend. Wir haben auch noch Fotos gefunden bei den Briefen. Fotos von ihrem Mann und Frau Paulsen. Ja, warum? Jemand macht heimlich Fotos von Joachim? Nein, die Fotos wurden nicht heimlich gemacht. Es sind eher Privatfotos von ihrem Mann und Frau Paulsen. Wer auch immer diese Briefe geschrieben hat, muss Zugriff auf diese Fotos gehabt haben. Ja, Sie zum Beispiel, Frau Meller. Die Briefe sind nicht von mir. Mach Schluss oder du wirst es bereuen. Das haben nicht Sie geschrieben. Nein, zum letzten Mal. Ich wusste noch nicht mal was von der Affäre. Jo, Alex, was gibt's? Ja, verstehe. Du, pass auf, wir haben hier in der Wohnung Paulsen noch zu tun. Wir melden uns, wenn wir fertig sind, ja? Okay, bis dann. Ciao.
Die habe ich schon. Kannst die nächste nehmen. Das war Alex. Sie meinte, die Mella streitet alles ab. Angeblich wusste sie nichts von der Affäre. Würde ich an ihrer Stelle auch sagen. Trotzdem glaube ich, dass ich es war. Denk doch mal an die Drohbriefe. Klingt doch alles nach einer eifersüchtigen Ehefrau, oder? Ja. Ach nee. Mann. Das sind die Bilder, die auch bei den Drohbriefen waren. Und sie hat die Negative. Da fotografiert wohl noch jemand oldschool. Weißt du, was das bedeutet? Wenn die Paulsen die Negative hat, dann sind die Drohbriefe von ihr. Ja. Dann geht es in den Briefen gar nicht darum, dass Mella seine Affäre beenden soll, sondern seine Ehe. Ist doch gut möglich. Er hat sich nicht darauf eingelassen, er wollte seine Ehefrau nicht verlassen. Sie bringt ihn um und haut ab. Aber vorher veranstaltet sie noch das Chaos hier, damit wir glauben, ihr ist was zugestoßen. Ja, und warum taucht sie dann nach dem Mord vor der Bowlinghalle wieder auf? Ja, wie heißt es so schön, der Täter kehrt immer wieder an den Tatort zurück? Ach, dieser alte Schwachsinnspruch, echt. Aber dann müsste sie die Fotos nachgemacht haben, die Paulsen. Steht da hinten drauf, ist da die Adresse von dem Fotoladen drin? Boah, das kann ich nicht lesen ohne Brille. Hier, was steht denn da? Foto Joost. Joost? So hieß der Zeuge, der den Toten gefunden hat. Ich habe wirklich versucht, ihn wieder zu beleben, aber... Das kann doch kein Zufall sein. Ganz sicher nicht. Was, wenn wir heute nicht mehr den Laden schaffen? Dann morgen früh direkt als erstes. Ja.